bitte dich, Eden, lass es sein. Du musst heute nicht zur Arbeit gehen. Cruz, ich wollte diesen Job. Und? Und ich werde dranbleiben. Dranbleiben, das ist der Albtraum eines jeden Sozialarbeiters, dass ihm jeden Tag die Kehle durchgeschnitten werden kann. Das ist doch nichts für dich. Ich finde, du siehst das alles immer viel zu verbissen. Streiten will ich mich deswegen nicht. Ich auch nicht, aber ich habe Angst um dich. Versteh doch. Und ich finde das, was du vorhast, unvernünftig. Schatz, ich moderiere die Fortsetzungsstory über Amado Live. Ist dir überhaupt klar, was das für eine Riesenchance ist? Außerdem bin ich im Studio inmitten einer Menge von Leuten. Mach dir bitte keine Sorgen. Also gut, aber nur mit Leibwächtern. Nein. Doch. Wer? Na, wer schon? Oh. Es gibt schlechtere. Komm. Schon möglich, aber du könntest wenigstens ein bisschen lächeln. Die Sache gefällt mir trotzdem nicht. Ist ja gut. Verflucht nochmal. Ihr Gesicht ist das letzte, beziehungsweise zweitletzte, was ich heute sehen möchte, wenn Sie verstehen. Kann ich reinkommen? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Nichts für ungut, Ma'am. Ich habe vor, mit Ihrem Mann zu sprechen. Es handelt sich um einen Freund von Ihnen. Ich bedauere, Boswell. Eden muss gehen und ich muss Sie begleiten. Ich will Sie nicht aufhalten. Ich kann so lange hier auf Sie warten. Oh, Cruz. Einverstanden, wie Sie wollen. Machen Sie es sich bequem. Ich bringe Ihnen nur zur Arbeit. Wirklich ganz nett hier. Wir wollten Sie doch hier treffen, oder? Also, wann? Wann will sie kommen? Ich weiß nicht. Sie wollte noch zum Arzt gehen. Ich habe absolut keine Ahnung. Das heißt, du weißt es nicht. Du lässt dir von deiner Frau viel zu viel gefallen. Du weißt doch, was du von ihr zu erwarten hast. Also hab keine Skrupel. Worüber machst du dir Gedanken, hä? Hast du Angst, die Sache könnte schiefgehen? Schon sehr bald wirst du reich und zufrieden sein. Also, wo ist das Problem? Hä? Jetzt mal Hand aufs Herz. Was bedrückt dich? Geh duschen, Mann. Du stinkst. Ja. Nein, Kelly, Hesse ist im Moment nicht hier, aber ich kann Ihnen trotzdem einen Termin geben. Wäre Ihnen 12.30 Uhr recht, ginge das für Sie? Ich trag's ein. Nein, nein, keine Sorge, sie macht nie eine Stunde Mittagspause. Ist gut bis 12:30. Wiederhören. Ich habe heute Morgen einen Anruf von der Krankenhausapotheke bekommen. Wie ist das hier zu verstehen? Das sieht aus wie ein Rezept. Ich habe meinem Vater ein neues Medikament verschrieben. Ich weiß, was es ist und wofür auch. Na fein, gibt's irgendein Problem? Ich soll nur das verschreiben, was sich bewährt hat, Ihre Anweisung. Und dieses Medikament hat sich bewährt. Nicht in dieser Dosis und nicht in dieser Form. Erst recht nicht in einem Zustand wie dem Ihres Vaters. Was beunruhigt Sie daran? Haben Sie Angst, dass mein Vater stirbt und seine Familie, das bin nur noch ich, dann das Krankenhaus verklagt, weil ich ihn falsch behandelt hätte? Das ist doch völlig absurd. Was tun Sie, wenn Ihr Vater nun eine ernsthafte Infektion bekommt? Die Dosis verdoppeln. Das kann zu einem totalen Nierenversagen führen. Ich spreche hier nicht von Recht und Gesetz. Was das Krankenhaus betrifft, mache ich mir keine Sorgen. Meine Aufgabe ist es, den Patienten vor Schaden zu bewahren. Auch gegen den Willen der Familie. Was Sie nicht sagen. Etwa mit einigen tröstenden... Ich hingegen werde alles daran setzen, das Leben meines Vaters zu erhalten. Selbst wenn ich dabei etwas gegen die Regeln verstoße. Entschuldigen Sie mich. Was ist denn? Tu das nie wieder, wenn dir das Leben deiner Mutter etwas wert ist. Oder dein eigenes. Wie spät ist es? Keine Ahnung. Willst du eine Aspirin? Nein, ich habe keinen Kater. Gib mal die Liste her. Lies zuerst die Zeitung, Mom. Ist Sunny zurückgekommen? Vielleicht kommt er nie wieder. Pass ja auf. Er hat mich kleine Ratte genannt. Schätzchen, mach dich jetzt für die Schule fertig. Ja, ich muss jemanden anrufen. Wen? Jede Bar und Kneipe im Umkreis von 100 Meilen. Sonst werden wir Mason nie wiedersehen. Was hältst du davon, Mom? Mason-Käpfel gefunden. Schon gut, ich bin hier. Ich hatte Angst. Ich wollte sehen, ob das Zimmer sich an mich erinnert. Du hast diesem Zimmer sehr gefällt. Wir besorgen auf alle Fälle heute für dich einen hübscheren Ring. Versuch ja nicht, mir den wieder abzunehmen. Tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe. Nicht so schlimm. Doch, weil ich wieder ins Bett kommen wollte. Na, dann gehen wir doch. Hm.
Hallo. Ich habe nicht viel Zeit. Schon gut. Wenigstens bist du überhaupt gekommen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es nicht besonders viel bringt. Du meinst wegen gestern, oder? Wieso wolltest du mich sehen, Jeffrey? Ich wollte wissen, ob du mich jetzt hasst. Nein. Nicht? Nein. Trotz allem, was ich zu dir gesagt habe? Nein, weil ich allein schuld daran bin, dass es so weit mit uns gekommen ist. Nicht doch. Sag das nicht. Es ist nun mal nicht zu Ende. Und um ehrlich zu sein, ich bereue überhaupt nichts, selbst wenn ich geahnt hätte, dass unsere Ehe eines Tages so endet. Dann willst du die Ehe also nicht aufrechterhalten? Nein, absolut nicht. Es ist vorbei. Ich meine, so schwer wie es ist, ich habe mich damit abgefunden. Jetzt weiß ich, dass es vorbei ist. Wolltest du die Formalitäten besprechen? Ach was, die Scheidung regelt sich schon von selbst. Außerdem streiten wir uns sicher nicht über unsere Möbel oder unsere Bankhypotheken. Ich wünsche mir nur von ganzem Herzen, dass wir fair zueinander sind, dass wir zwei uns verstehen. Das wäre schön. Versuchen wir es. Ich bin froh, dass du den ersten Schritt gemacht hast. Obwohl, ich muss zugeben, dass es mir verdammt schwer fällt, mit anzusehen, wie alles auf einmal zusammenbricht. Tja, damit muss ich wohl fertig werden. Wir werden schon jemanden finden, dem wir die Schuld geben. Wahrscheinlich wird's hin und wieder Reibereien geben, wenn wir uns über den Weg laufen. Nicht von meiner Seite. Das verspreche ich dir. Ich mach dir einen Vorschlag. Hast du nicht Lust, für eine Weile abzuhauen, mal einfach von hier zu verschwinden? Was sagst du? Fahr nach Boston zu deinen Cousins oder flieg nach Paris, trag dich in ein Kunstseminar ein. Tja, ich finde, das wäre das Beste für dich. Du brauchst ein bisschen Abstand zu mir, zu TJ und auch zu deiner Familie. Also, du meinst, ich soll tatsächlich verreisen? Ist das dein Ernst? Ja, genau. Fahr irgendwo hin. Auch wenn das seltsam klingt, aber ich habe das Gefühl, es wäre für dich besser, wenn du Santa Barbara für eine Weile verlässt. Glaub mir, ich habe meine Gründe. Wieso hat das so lange gedauert? Seien Sie froh, dass ich überhaupt da bin. Also, was ist los? Meine Zeit ist knapp. Wo ist Garber? Kane? Woher soll ich das wissen? Major Hamilton meint, dass Sie es wüssten. Ich habe gestern Abend zwei Beamte in Garbers Haus geschickt mit Haftbefehl. Und was geschah? Er war nicht anzutreffen. Also gut, sehen Sie ruhig in meinen Schränken nach. Er hat beinahe den Major umgebracht. Finden Sie das etwa komisch? Ja, denn wenn Kane gewollt hätte, dass der Mann umkommt, dann wäre er auch tot, glauben Sie mir. Fragen Sie sich lieber mal, wer diesen Disput ausgelöst hat. Zwischen den beiden Kerlen existiert eine Vorgeschichte, in die der lange Arm des Gesetzes sich nicht einzumischen hat. Haben Sie verstanden? So wie ich gehört habe, hat Ihr Freund, der Major, eine Tracht Prügel verdient. Und zwar seit 15 Jahren, wenn Sie es genau wissen wollen. Es ist nur so, wenn jemand zu Brei geschlagen wurde und bei uns Anzeige erstattet, haben wir nicht festzustellen, ob er es verdient hat oder nicht. So läuft es nicht. Wo steckt Garber? Wie ich schon sagte, Rick, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ach ja, Rick. Was denn? Glauben Sie, ich würde wegen so einer lächerlichen Geschichte lügen? Ja, wenn es Ihnen gerade in den Kram passt. Das ist doch Ihre Art. Ich an Ihrer Stelle, mein Freund, hätte ein paar bessere Vermutungen als mein Wohnzimmer. Aber genau das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Nein. Wir unterscheiden uns darin, dass ich Polizist bin und Sie nicht. Sie waren nie einer. Auch nicht, als Sie eine Dienstmarke hatten. Es war für Sie nicht mehr als ein Spiel. Das Einzige, was für Sie zählte, war eine Riesenshow abzuziehen. Samt Ihrer Fans und dem Rampenlicht. Schande. Es bricht mir das Herz, dass Sie so schlecht auf mich zu sprechen sind. Bedauerlicherweise hatte ich nie diesen gottesfürchtigen Respekt Vorschriften gegenüber, wie Sie ihn haben. Genau das wird's wohl sein. Demzufolge bin ich ein Schuft. Würden Sie jetzt so freundlich sein und mit Ihrer Fragestellung fortfahren? Ich möchte nämlich gern zu meiner Frau. Für 9 von 10 Jungen wie Amado ist es unmöglich, einen Schulabschluss zu bekommen. Für 50% ist das... Ach, das Schuljahr, das Ende der Ausbildung. Trotz der Bemühungen durch Behörden und Elterngruppen, sie zu unterstützen, schaffen Eden, sie es... Ja? Hören Sie,
Ohne Zweifel sind die Bänder in Ordnung, aber vergessen Sie bitte auf keinen Fall, das Tempo zu halten. Um auf Sendung natürlich zu klingen, müssen Sie schneller als normal sprechen. Ach, wissen Sie, ich habe hier nicht eine Minute Ruhe. Wie soll ich denn den ganzen Text auswendig lernen? Nur nicht die Nerven verlieren, meine Liebe. Es ist nichts weiter als ein Job. Sie haben absolut recht. Was kam zuerst? Sie werden es schon schaffen, Schätzchen, und seien Sie freundlich zu den Leuten, die Sie vor sich haben. Oh, ich weiß, es ist hart, Anweisungen von Leuten entgegenzunehmen, die gesellschaftlich niedriger stehen als Sie. Ganz zu schweigen von der finanziellen Seite. Lydia, ich dachte, Sie sollten über eine Nonne berichten, die in Alaska ein Hundebaby erwürgt hat. Ach, das hat noch Zeit. Was könnte mich wohl brennender interessieren, als heute Ihr Debüt auf Sendung zu erleben? Nun, ich fühle mich überaus geehrt. Das brauchen Sie nicht. Für den Fall, dass Sie es noch nicht wissen, ich bin hier genau wie Sie beschäftigt. Und zwar den ersten Tag in einer neuen Position. Das ist natürlich ein Grund, nun doch in Santa Barbara zu bleiben bei einem Angebot als Ressortleiterin. Was eine sehr enge Zusammenarbeit mit Brent bedeutet. Hm, was sagen Sie dazu? Nicht nur er ist Ihr Vorgesetzter, sondern ich auch. Bin ich wieder. Gina. Du kleine Kürbisblüte. Es war sehr ungezogen von dir, ohne mich abzuhauen. Kriege ich keinen Kuss? Was willst du überhaupt von mir? Oh, komm schon, Hase. Sei wieder lieb. Schließlich sind wir beide Mann und Frau. Schon vergessen? Na. Du bist nicht Gina. Du bist eine Verwandte, die ihr beunruhigend ähnlich sieht. Ist es so? Mason. Sie haben mich wohl mit jemandem verwechselt. So etwas kommt vor. Nein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich mach dir einen Vorschlag. Die Hälfte der Belohnung dafür, dass ich dich gefunden habe, gehört dir. Ich habe eine bessere Idee. Du verschwindest und wir warten ab, ob man vielleicht eine Belohnung auf dich aussetzt. Warte, du hörst mir jetzt zu. Na was? Von den blauen Bergen kommen wir. Von den blauen Bergen, die so weit von hier. Ja! Auf den Rücken unserer Pferde reiten wir wohl um die Erde. Von den blauen Bergen kommen wir. Lass sie weiter singen. Ich bringe den Wagen nach hinten. Ich glaube, sie ist verrückt geworden. Ich finde, dass sie sich nicht im geringsten verändert hat, Mason. Na, wie geht's? Sie sehen ja wieder mal umwerfend aus. Sind wohl gerade auf Männerfang, was? Nun halten Sie mal die Luft an, Julia, und genehmigen Sie sich an Martini. Hey, Mason ist nicht Ihr Privatbesitz. Oh doch, das ist er. Übrigens gehört auch zu meinem Privatbesitz der Boden, auf dem Sie gerade stehen. Es stört mich, Sie so nahe bei meinen japanischen Käfern zu haben. Los, machen Sie, dass Sie wegkommen. Eins schwöre ich Ihnen, das werden Sie noch bitter bereuen. Wenn das eintrifft, schicke ich Ihnen mein Bedauern per Post. Bis dahin, meine Liebe, halten Sie Ausschau nach einem anderen Mann. Wozu denn ein Satz auf Spanisch? Das hat schon seine Richtigkeit, weil diese Formulierung häufig von Amado benutzt wird. Das ist eine von den 10 Todsünden, die es in unserem Beruf gibt. Sehen Sie, für die Gringos ist das zu unverständlich und die Latinos halten sie zu sehr für eine Verbündete. Mein Ehemann ist Latino, mein Nachname ist Castillo. Ansonsten habe ich keine Einwände. Hören Sie, wir werden wahrscheinlich niemals Freundschaft schließen. Was aber nicht bedeutet, dass ich darauf versessen bin, Sie aus diesem Job zu vertreiben. Ich habe auf ein bestimmtes Niveau zu achten. Und das erwarte ich von meinen Mitarbeitern ebenfalls. Ich erwarte Selbstsicherheit, Energie und eine gewisse Ausstrahlung. Sie verfügen über 2 dieser Eigenschaften. Welche verrate ich nicht? Aber für eine Anfängerin nicht übel. Ach so, also kommt es anstelle der Nachrichten vielmehr auf meine Wimperntusche an. Wow, 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 wow. Das wollen wir mal lieber gleich unterbinden. Ach, falls Sie sich für so eine exzellente Nachrichtenreporterin halten, dann wachen Sie auf und lernen Sie erst mal laufen. Nicht einmal ich bin perfekt und ich habe schon viele Erfahrungen gemacht. Ich kenne mich in dem Job aus, das können Sie mir wirklich glauben. Ich halte mich für überhaupt nichts und wenn Sie denken, ich betrachte Sie als mein Vorbild, dann irren Sie sich. Ich habe Ihre erste eigenständige Reportage über die Jugend von Santa Barbara gesehen. Und ich hatte den Eindruck, dass Sie sich wirklich Mühe gegeben haben. Sie waren sehr gründlich. Das kann man zumindest behaupten. Immerhin sind das manche Journalisten keineswegs. Sie war gut genug, um mir diesen Job zu verschaffen. Honey, seien Sie nicht so naiv. Sie haben einen einflussreichen Vater, das ist alles. Wenn mein Vater je aufgefordert wurde, seine Beziehung spielen zu lassen, dann wahrscheinlich von Ihnen. Ach, wie kommen Sie darauf, hm?
Das muss ich Ihnen nicht sagen, aber manche Leute nennen das Journalismus. Nach 15 Minuten, Ladies. Hier gibt es keine Ladies, Brad. Verzeihung, würde bitte eine der Nachrichtendamen sich auf ihren Platz begeben, damit wir mit der Beleuchtung fertig werden? Selbstverständlich. Ist denn Crew schon da? Wer? Keine Ahnung. Also, wir machen den Schnitt zu Ihnen, nachdem Lydia 9 Minuten gesprochen hat. Sie haben 20 Sekunden für die Einleitung. Ja. Dann läuft das Band ab. Hinter Lydia haben wir Sie im Videoausschnitt. Sie stellt Ihnen 3 Fragen. Sie verwenden 10 Worte oder weniger und das Ganze darf nicht länger als 2 Minuten dauern. Nicht länger als 2 Minuten. Hieß, dafür gibt es keine andere Erklärung. Natürlich ist es dieselbe Person, sogar in denselben Klamotten. Amnesie? Niemals. Ich meine, wenn er vergessen hätte, was vor 4 Monaten war. Aber es ist gerade gestern gewesen. Also, ich weiß nicht. Vielleicht ist irgendwas beim Zahnarzt vorgefallen. Nein, ich gebe nicht auf. Möglicherweise hat der Zahnarzt Sunny dazu gebracht, sich in Mason zu verwandeln. Und jetzt muss er versuchen, es wieder rückgängig zu machen. Verstehst du? Nur er kann wissen, wie das funktioniert. Ich liebe dich auch. Wir vermissen dich wirklich. Wie aufregend. Okay, ich werde es Brandon erzählen. Mach's gut. Mir was erzählen? Oh, du bist es. War das Keith? Ja, und er wollte dich sprechen, aber du warst nicht hier. Ich habe gesagt, du rufst dann zurück. Weswegen? Oh, er wollte dir von der Juristentagung erzählen. Wer kann wissen, wie was funktioniert? Sag schon. Funktioniert? Ach so, der Rasierapparat. Wozu? Seit wann rasierst du dich? Naja, ich dachte, vielleicht brauche ich ihn ja doch mal für alle Fälle. Für welchen Fall denn? Warum kommst du so früh aus der Schule? Wir hatten nur einen halben Tag. Was meinst du mit, wir hatten heute nur einen halben Tag? Was heißt das denn? Eigentlich war heute die Biologiestunde dran, in der so ein Kerl vom College zeigte, wie man einen Frosch seziert. Ein Grasfrosch. Entsetzlich. In deinem Alter? Aber Margie Dowell ist von dieser Chemikalie bewusstlos geworden. Wie heißt das noch, womit man Menschen betäubt? Und Tiere auch? Chloroform? Ja, genau. Deshalb sind wir nach Hause geschickt worden. Weißt du was, Brandon? Du kannst dir aus meiner Handtasche etwas Kleingeld nehmen und dir an der Strandbar was zum Mittag kaufen. Chloroform? Ja. Julia Wainwright, bitte. Hier ist Barbara, die Sekretärin vom Generalstaatsanwalt Hastings. Oh, ja, richtig. Eigentlich hat er eine andere Sekretärin, aber die ist im Moment im Mutterschaftsurlaub. Ja, ich bleib dran. Chloroform. Genau, Chloroform, das ist die Lösung. Was ist, Daddy? Was ist denn das für eine Begrüßung? Ich weiß, was zwischen dir und Scott vorgefallen ist. Willst du es jetzt bei mir wiederholen? Hm? Du kennst meine Version noch nicht, Daddy, sonst würdest du nicht so... Daddy, mich interessiert keine Version. Ich kenne dich und Scott so gut, dass ich weiß, dass es besser ist, für niemanden von euch Partei zu ergreifen. Jetzt pass mal auf. Wenn dein lieber Freund einen Patienten mit Medikamenten behandelt, in einem Verfahren, das noch nicht genehmigt worden ist, dann halte ich das für verantwortungslos. Ich bin sicher, Scott sieht das anders. Ich bin der Meinung, er sollte meine Bedenken ernst nehmen. Ich bin nämlich nicht der Einzige, der weiß, was Clark da anstellt. Da sind die Krankenschwester, die Apotheker und so weiter. Glaubt mir, sobald er das Medikament bei seinem Vater anwendet, kann ich ihm nicht mehr helfen. Nicht, dass er nur seine Assistentenstelle verliert. Viel schlimmer, er verliert seine Zulassung. Hast du mit Scott darüber geredet? Wie soll ich ihm das begreiflich machen, wenn er mich anschreit? Dabei hast du versucht, es ihm ganz sanft beizubringen, nicht wahr? Wenn ein Mann entschlossen ist, sich selbst zu zerstören, ist es schwer, ihn davon abzuhalten. Leider ist es mein Job, es zu versuchen. Daddy, Scott ist verzweifelt. Er denkt, sein Vater hätte sonst keine Chance. Heather, wenn das schief geht, wird er sich für den Rest seines Lebens vorwerfen müssen, er hätte seinen eigenen Vater umgebracht. Es gibt doch nicht ohne Grund Vorschriften in der Medizin. Sie alle haben ihren Sinn und Zweck. Theoretisch darf er ihn gar nicht behandeln. Und noch viel weniger die volle Verantwortung für ihn übernehmen. Hör auf, ich habe es satt, ständig zwischen euch zu stehen. Warte. Gut, ich werde mit ihm reden. Richten Sie meine Glückwünsche aus. Wollte nicht Mr. Hastings mit mir sprechen?
Er ist in L.A.? Warum hat mir denn niemand etwas davon gesagt? Ah, es ist schon gut. Barbara, nicht wahr? Es ist nicht Ihre Schuld. Ich weiß, Sie sind noch ziemlich neu in diesem Job und Sie wissen nicht genau... 2 Uhr? Alles klar, ich mache mich sofort auf den Weg, Barbara. Ich versuche, pünktlich zu sein. Danke, Wiedersehen. Mach doch nicht so ein Gesicht. Ich komme schon für ein paar Stunden allein klar. Aber mir wäre es viel angenehmer, dich in Sichtweite zu haben. Warum? Weil wir Vollmond kriegen und du Angst hast, dass mir Vampirzähne wachsen? Solange alles in diesem Wohnzimmer geschieht, kann dir meinetwegen wachsen, was will. Keine Sorge, meine Wandertage sind vorbei. Schließ die Türen ab und mach die Luken dicht. Versprichst du mir das? Ich versprech's dir. Und halt Schädlingsbekämpfungsmittel parat, falls Gina wieder aus den Büschen springen sollte. Ich gehe mich anziehen. Sieh an. Ihr beide hebt ein hübsches Paar ab. Warum ist bloß nie ein Fotograf in der Nähe, wenn man einen braucht? Los, verschwinden Sie wieder. Wir führen gerade eine private Unterhaltung. Ach, was soll das? Alte Freunde wie wir? Da kann es doch keine Geheimnisse geben. Oder ist es etwas, das morgen in der Klatschspalte steht, wie Mr. und Mrs. Jeffrey Conrad wieder versöhnt? Ist es das? Jeffrey, ich gehe. Wir können uns auch ein anderes Mal unterhalten. Einverstanden? Gut, uns bleibt wohl nichts weiter übrig. Danke, dass du gekommen bist. Hey. Hab ich was verpasst? Ich will eine Antwort, Mann. Na was denn? Wir haben uns bloß unterhalten. So, unterhalten? Über was? Die Olympiade. Oh, das ist lustig. Ich finde dich wahnsinnig lustig, mein Freund. Das freut mich. Warum lachst du da nicht? Hey, was ist das für ein Spiel? Hä? Ich hab dich nicht dazu gezwungen. Richtig? Du fühlst dich von ihr betrogen. Und ich weiß, was man da tut. Ja, ja, dein brillanter Plan. Der funktioniert wie geschmiert. Also, ich bin zufrieden. Du etwa nicht? Spielst du jetzt den armen Jeffrey? Tut dir alles schon leid? Bekommst du vor lauter Angst schon weiche Knie? Hä? Mann, das hältst du ja im Kopf nicht aus. Du leidest unter Nervenschwäche, mein Freund. Für unseren Plan braucht's ganze Kerne, verstehst du? Ist ja gut. Ganz ruhig. Ich habe dich um nichts gebeten. Hey. Ist das klar? Du hast dich über deine Frau beschwert. Und wie lästig die Ehe ist. Richtig? Und dann kam mein Plan. Und siehe da, es war gar nicht so einfach. Nervenstärke war gefragt. Doch das war schon zu viel. Hä? Ja, ja, mag sein. Vielleicht war's so. Kumpel, ich sag dir mal was. Es gibt kein Zurück. Warum nicht? Weil ich es sage. Zu spät. Also, worüber habt ihr beide gesprochen? Sei doch nicht so stur, mein Freund. Du würdest einen sehr kostspieligen Fehler machen. Kostspielig und sehr gefährlich für dich. Ich behalte dich im Auge.
Wann haben Sie Gava zum letzten Mal gesehen? Gestern. War das vor oder nach dem Streit mit Hamilton? Wie schlimm hat es Hamilton überhaupt erwischt? Ich sagte Ihnen, er hätte tot sein können. Sie auch, wenn jemand Sie umbringen würde, aber das hat niemand getan. Außerdem hat man ihn heute aus dem Krankenhaus entlassen. Ach so. Wäre er in der Pathologie, hätten Sie mir dann gesagt, wo Gava ist. Ich brauche Informationen und kein Ein-Mann-Schwurgericht. Wie ich schon sagte, ich weiß nicht, wo er ist. Gruß. Wenn Hamilton damit vor Gericht geht, was er tun wird, werden Sie sich als Mitschuldiger verantworten müssen. Halten Sie den Mund, ich will zuhören. Danke, Lydia. Letzte Woche berichteten wir über einen kleinen Jungen namens Amado. Aufgrund enormer Zuschauerreaktion fahren wir in der heutigen Sendung mit dem Thema fort. Wir haben uns gefragt, welche Auswirkungen das öffentliche Interesse für Amado und seine Gang hat. Wird es spontane Aufmerksamkeit bleiben oder werden drastische Veränderungen, die notwendig sind, folgen? Ich habe mich auf einmal mit Amado getroffen. Er wird hier selbst... Hilfe! Was zum Teufel? Verflucht, kommen Sie los! Alles in Ordnung? Geht schon. Oh mein Gott. Seht's euch an, was gleich passiert. Die nette Nachrichtentante hat mich nämlich reingelegt. Nein, nein, es ist halt nicht die wahr. Klappe. Jetzt bin ich dran. Erst macht sie einen Deal mit mir und dann rennt sie zu den Bullen und erzählt, dass ich Stick umgelegt habe. War's nicht so? Nein, nein, das habe ich nicht. Sie lügen. Glauben Sie, mein Leben auf der Straße endet ihretwegen mit einem Messer zwischen den Rippen? Nein. Haben Sie eine Ahnung, wie es ist, Tag für Tag mit Sticks Leuten im Genick? Sie sollten mich da lieber rausholen. Sie sollten den Bullen die Wahrheit über mich erzählen und meinen Kumpels auf der Straße auch. Oder ich schwöre, ich bringe sie um. So eine Live-Sendung hat doch kein verdammter Zuschauer erlebt. Das hier ist kein Spiel. Komm an mit ihren blonden Haaren und ihren verfluchten Kameras und find's amüsant, stimmt's, weil sie denken, diese miesen Kreaturen, die können mich mal. Los, abbrechen! Nein, dann gehen sind sie nach wahnsinnig, Hause. Ich was meinen Sie, was er mit ihr macht, wenn sie jetzt abbrechen? Mehr. Nein, das sehen Sie falsch. Ich habe dieses Tor. Es ist ein Dreck wert, was Sie machen. Abschaum bin ich für Sie, aber gut genug für Ihre beschissene Fernsehkarriere. Es ist wahr, denn hinterher war ich Ihnen völlig egal, als es herausgekommen war. Was herausgekommen war? Was ist denn herausgekommen, Greta? Sagen Sie es. Hey. Macht, dass ihr wegkommt! Nein, ich schwöre euch, sonst kommen Sie ja nicht mehr lebend raus. Was, Greta ist über Sie herausgekommen? Was wollen Sie, dass man mich abknallt? Wenn es die Story ist, kann ich etwas dagegen tun, es widerrufen. Ich bringe eine Gegendarstellung. Es geht nicht um die Story. Ich meine das, was Sie den Bullen erzählt haben. Ich habe dir nichts erzählt. Ich wusste nicht mal, dass die Polizei da sein würde. Es tut mir leid. Sie haben es gewusst. Für Entschuldigung ist es jetzt zu spät. Jeder von hier bis San Diego will mich fertig machen. Wissen Sie, was das heißt? Ja, alle Leute. Leute von Stick sind hinter mir her! Es tut mir leid, aber Sie wurden doch aus der Untersuchungshaft entlassen. Es gab keine Beweise. Es ist zu spät. Wir können darüber reden. Zurück, Mann, oder Ihre Kleine kommt nicht mehr nach Hause. Der Pistole oder Sie sind ein toter Mann. Ihnen nicht. Sie sind verrückt. Was haben Sie vor? Ich weiß, dass Sie ihn nicht ermordet haben. Andernfalls würden Sie mich nicht vor zigtausend Menschen bedrohen. Ich weiß, dass Sie Angst haben. Sagen Sie, vor wem und warum? Wollen Sie, dass Sie mich anknallen? Ist es das? Warum? Ich weiß nicht, Mann. Ich will Ihnen den Mord unterschieben. Halten Sie die Klappe! Sie es, Greta. Warum? Weil ich... Vielleicht, weil Sie wissen, wer es war. Warum sagen Sie es? Ich hab ihn nicht umgelegt, ich schwöre, ich hab's nicht getan. Nein! Komm schon, komm! Nein, ich hab's nicht getan! So ist aus! Angewiesen, mir die Augen zu öffnen? Komm schon, du weißt doch, wie ich bin, Scott. Es ist mir egal, wie Vater über dich denkt, aber nicht, dass du deine Zulassung verlierst. Und wenn schon, als praktizierender Arzt lässt man mich ja auch nicht das Leben meines Vaters retten. Aber Scott, irgendwelche Wege werden wir schon finden. Du nimmst die Akte von deinem Vater und vergleichst sie mit den Versuchsdaten der Seattle-Studie. Dann gehst du damit zum Prüfungsausschuss und hörst mal, was die sagen. Was mache ich, wenn meine Methode abgelehnt wird? Muss ich ihnen dann beipflichten und soll ich meinen Vater dann etwa sterben lassen? Ja, ich weiß. Es ist eine komplizierte Situation, aber du kannst es wenigstens versuchen. Man hat bestimmt Verständnis dafür, wenn du versuchst, bei deinem Vater eine neue Therapie anzuwenden, die ihm vielleicht das Leben rettet. Was tue ich, wenn das alles nicht hilft? Es tut mir leid, Scott, aber dann musst du damit fertig werden. Du und mein Vater, ihr denkt beide, dass die Medizin allmächtig ist. Das ist sie nicht. Ihr würdet nie euer eigenes Urteil in Frage stellen. Ihr habt immer recht. Wenn deiner Therapie nicht zugestimmt wird, solltest du lieber die Finger davon lassen. Dein Wunsch, ihn zu heilen, ist so groß, dass du sogar riskierst, ihn umzubringen. Entschuldigt mich, ich gehe und sehe mal nach meinem Vater. Es tut mir leid, das war nicht so gemeint. Ich platze hier so rein, Verzeihung, wenn ich Sie von Ihrer Arbeit abhalte, aber... Nein, ist schon in Ordnung, kein Problem. Jeffrey hat angerufen, er wollte mich unbedingt sehen. Erstaunlich nach dem gestrigen Tag. Was war denn gestern?
Ich wollte den ersten Schritt machen. Es lässt sich ja nicht mehr vermeiden. Sie meinen die Scheidung? Ja, also habe ich ihn um ein Gespräch gebeten. Und als ihm klar war, was ich wollte, hat er mich nur angeschrien. Er ist richtig ausfallend geworden, hat mich beleidigt und versucht, mich fertig zu machen. Ich habe ihn nie zuvor so fassungslos gesehen und so reden hören. Offensichtlich habe ich ihn tief getroffen, dass er plötzlich derartig überreagiert. Ich muss allerdings zugeben, einiges, was er gesagt hat, entspricht auch der Wahrheit. Doch heute war er wieder ganz anders. Wie umgewandelt. Ich hatte auf einmal das Gefühl, er macht sich große Sorgen um mich. Er war ziemlich merkwürdig. Er hat vorgeschlagen, ich soll die Stadt verlassen. Er ist der Meinung, es wäre für mich das Allerbeste. Wieso, das durfte ich nicht fragen. Irgendwie eigenartig. In der Zentrale drehen Sie durch. Wieder beruhigt, hä? Wer sind Sie? Brent. Brent Livingston. Okay, ich ja, schon mal gehört. Ich muss mit Ihnen reden. Lieutenant, lassen Sie mich einen Moment mit ihm allein, ja? Ma'am, ich glaube nicht, dass das ratsam wäre. Es ist mehr als ratsam. Denn dieser Mann hat mir geholfen, die Wahrheit aufzudecken, was ihn eventuell das Leben kosten könnte. Also stehe ich zu ihm. Ich werde ihn beschützen, auch vor Ihnen unter Umständen. Alles in Ordnung? Ich kann zwar Ihre Methoden nicht gerade befürworten, aber ich weiß Ihre Aufrichtigkeit zu schätzen. Das war wirklich sehr mutig von Ihnen. Der Sender wird Sie trotzdem verklagen. Dagegen kann ich nichts unternehmen. Sicher ist nur, dass ich selbst keine Anzeige erstatten werde. Ich sorge dafür, dass Sie einen anständigen Anwalt bekommen. Und keine Angst, ich kümmere mich um die Kaution für Sie. Und ich möchte, dass Sie wissen, dass ich zu meinem Wort stehe. Verlassen Sie sich darauf. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Verzeihen Sie mir. Nur keine Panik. Sie haben eine Menge getan. Ich finde, es hat sich für uns beide gelohnt. Was gibt's schon wieder? Ich weiß nicht. Gibst du Liebeskranken neuerdings Ratschläge? Kommt's dir so vor? Ja. Ich glaube, jemand hat Kelly einen Rat gegeben. Ach ja? Was für einen Rat? Was hast du ihr über mich erzählt? Ich weiß nicht, wovon du redest. Warum hast du ihr gesagt, sie muss die Stadt verlassen, hä? Weil ich es nun mal für besser halte. Weit weg von dir und von mir. Das kapierst du natürlich nicht. Nur so gewinnt sie Abstand. Oh Mann. Ich habe erwartet, dass du kalte Füße kriegst, denn von dir kann man nicht mehr erwarten. Fang ja nicht an, an meinen Plänen herumzupfuschen. Kapiert? Was ist los? Willst du mir drohen? Ja, und ich verkrafte Niederlagen nicht so gut wie du. Was ist hier los? Daddy, hör auf, mich auszuhorchen. Ich habe dir nur eine Frage gestellt. Ja, wir haben uns unterhalten. Ich weiß nicht, was er tun wird. Das musst du ihn schon selbst fragen. Ich kann nicht an ihn rankommen, aber du kannst es. Das ist das gleiche Theater wie mit Michael. Ihr wart nicht in der Lage, miteinander zu kommunizieren, also wurde ich jedes Mal gezwungen, einzugreifen. Gezwungen, sagst du? Das ist nicht wahr. Mach mal einen Punkt, Daddy. Was wäre denn passiert, wenn ich nicht eingegriffen hätte? Ihr wart schon so wütend genug, auch auf mich. So gab es wenigstens 2 Tage Ruhe. Ich hatte den Eindruck, du hast freiwillig vermittelt. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Weißt du, was ich nicht verstehe? Wie ein Mensch in deinem Alter oder auch in Michaels Alter auf zwischenmenschlicher Ebene derartig unfähig sein kann. Warum hätten wir uns die Mühe machen sollen, wenn du doch besser darin warst? Oh, was mache ich bloß falsch? Was du falsch machst? Du nimmst deine Probleme zu wichtig. Nein, es ist was anderes. Ich verhalte mich heute bei Scott genauso wie damals mit Michael und dir. Ich mache mir selbst Vorwürfe deswegen. Mir ist da ein ernster Fehler in deiner Erziehung unterlaufen. Ich habe dir nicht beigebracht, wie man sich beim Essen in unkomplizierter Weise unterhält. Was soll das nun wieder heißen? Du würdest viel mehr Männer kennenlernen, wenn man einfach zu dir sagen könnte, hallo oder wie geht es ihnen, ohne dass du ihnen gleich deine ganze Kindheit erzählst.
Nimm's mir bitte nicht übel, aber deine Psyche ist auch nicht interessanter als die anderer Leute. Und deine Kindheit war langweilig. Glaub mir, ich war dabei. Nur weil du selbst den Kopf voller Probleme hast, bist du Psychiater geworden. Um von dir selbst abzulenken, befasst du dich mit den Problemen anderer Leute. Demzufolge ist vielleicht auch deine Beziehung zu Clark zu großem Kummer verdammt. Aber was soll's? Jeder hat nun mal seine Probleme. Du hast recht. Schön, wenn jeder seine Probleme hat, kann ich mich auch nicht beklagen. Gut, das ist mein Mädchen. So, und jetzt lass uns diesen Fraß hier runterwürgen. Wie du willst, Daddy. Unglaublich, dass die Leute auch noch für das Zeug bezahlen. Übrigens, du bist heute dran. Kann ich was für dich tun? Nein, mir geht es gut. Mir scheint, es geht dir viel besser als gut. Ich bin wirklich stolz auf dich. Dafür gibt's keinen Grund. Was soll das bedeuten? Hört alle auf, damit so ein Riesending daraus zu machen. Also gut. Ich habe mit Boswell telefoniert und er sagte, dass Critter zunächst in Untersuchungshaft gekommen ist. Das ist gut. Da war noch etwas. Er hat Boswell erzählt... Also Boswell meint, du würdest für Critter die Kaution übernehmen. Stimmt das? Ich will nicht, dass er auf der Straße landet. Ich auch nicht. Er soll im Gefängnis alt werden. Mason? Du wirst es nicht für möglich halten. Ich wurde für nichts und wieder nichts losgeschickt. Hastings war nicht in seinem Büro, nicht mal in der Stadt. Mason? Sunny, deine kleine Jimmy Crack Gina spricht zu dir, Schätzchen. Wohin bist du entschwunden? Weißt du, ich vermisse dich wirklich sehr. Ich bin so schrecklich einsam ohne dich. Wann wirst du endlich zurückkommen, Schatz? Deine kleine Kürbisblüte hat fürchterliche Sehnsucht nach dir. Außerdem muss ich mich, wenn ich mir noch länger zuhöre, übergeben, so ein Mist. Julia? Sei, ich muss wohl eingenickt sein. Nein, ich liege... Was hat der Zahnarzt nur gemacht? Die magst du doch so gerne, du kleines Zuckermaul. Julia, was ist? Oh, was ist das? Das riecht ja ekelhaft. Wie könnte ich es dann noch versuchen? Okay, Sunny, ich habe noch eine großartige Idee. Dein letztes Viertel-Dollar-Stück in den einarmigen Banditen damit. Und jetzt drück den Hebel runter. Pass auf. Oh. Bumm. Sieh dir das an. Bingo. Das war ein Volltreffer. Jetzt bist du reich. Du bist reich. Da hast du's, mein kleiner Cowboy. Warum gibst du deinem Rotschopf keinen Kuss, hä? Komm her, du kleine Pfefferschote. Ist eine feine Sache, so den Tag zu beginnen. Von einem Kater nicht die Spur.